Ignatius hat in dem Aufbau seiner Betrachtungen eine ganz entscheidende Stelle, wo er nämlich uns bitten lässt, was wir begehren, so nennt er es. Das heißt, er fordert uns auf, in uns hineinzuhören und wahrzunehmen, was jetzt unser Wunsch ist, unsere Bitte für diese Betrachtung. Und das gilt für unser ganzes Leben. Wir haben in uns hineinzuhören, was denn tatsächlich unser tieferer Wunsch ist. Und zuerst kommt natürlich all das, was unser Leben angenehm macht. Ja? Das sind frohe Gefühle, das ist Dinge, die uns gut tun, die unserem Leben Zukunft und Hoffnung schenken. Das ist zuerst. Aber wenn wir tiefer in uns hineinhören, dann merken wir, nicht alles, was einfach oder bequem ist, ist auch tatsächlich auf lange Sicht gut. Und wir entdecken tiefere Sehnsüchte. Die Sehnsucht vielleicht, dass wir tatsächlich geliebt sind, dass wir angenommen sind, so wie wir sind. Die Sehnsucht, dass wir auch etwas Nützliches für andere tun können, dass wir andere lieben dürfen. Ja, dass es jemanden gibt, der mit uns ehrlich und vertrauenswürdig unterwegs ist. Dass wir auch eine Zugehörigkeit haben, dass wir Heimat finden, auch in dieser Welt, und nicht vertröstet werden auf einmal danach. Und wenn wir noch tiefer in uns hineinhören, dann können wir spüren, dass es etwas gibt, ein Du, der uns gewollt hat, und dass wir uns sehnen danach, dieses Du für uns zu entdecken, kennenzulernen. In eine Beziehung, in eine Lebendigkeit mit ihm einzutreten. Dass also ganz tief unten ein tiefer Wunsch da ist, von jemandem, der ewig ist, angesehen und geliebt zu werden. Mit allen Seiten, die es uns gibt. Dass in uns ein tiefer Wunsch ist, in eine lebendige Gottesbeziehung hineinzukommen. Und so gibt es verschiedene Schichten der Sehnsucht, die alle gut sind, aber wo es wichtig ist, in eine Tiefe zu kommen, um zur wahren Sehnsucht oder noch zur tieferen Sehnsucht vorzudringen. Und der ganze Exerzitienprozess ist eine Hilfe dafür, langsam tiefer zu steigen, tiefer hineinzuspüren, was wir tatsächlich wünschen und ersehnen. Und diese kleine Bitte, die er jedes Mal sprechen lässt, am Beginn einer Betrachtung: Was ich mir jetzt wünsche, soll helfen, tatsächlich anlässlich des Geschehens, das wir meditieren werden, das wir betrachten werden, hineinzuspüren, was ich wirklich wünsche, was ich mir jetzt tatsächlich wünsche.